9. November 2038 um 16.13 Uhr bei Connor. Rede mit Amanda. Wo ist die? Da hinten. Ja, und erstmal ein herzliches Willkommen, ja, zu einer neuen Folge Detroit Become Human. So, was können wir denn jetzt hier machen? Geht nicht. Ich habe keine Ahnung, was ist, warum der Stein da ist. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Ich wollte sein krankes Spiel nicht mitspielen. Es gab keinen Grund, den Androiden zu töten. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Welche Rolle spielt CyberLife bei all dem? Was wollen sie wirklich? CyberLife will nur diese Situation beenden und weiter Androiden verkaufen. Dieser Ort. Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Nur du kannst einen Bürgerkrieg noch verhindern. Finde die Abweichler. Oder es kommt zum Chaos. Das ist deine letzte Chance, Connor. Oh Mann, Alter. Krass. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans CyberLife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Oh Mann. Der bricht wirklich ab, ne? Der Chef, der Chief. Rede mit Hank. Okay, das machen wir. Fowler hat recht. Alle haben Angst, der Android könnte sie angreifen. Wir stehen vor einem Bürgerkrieg. Du gehst also zurück zu CyberLife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Wir stehen auf der richtigen Seite. Menschen haben uns erschaffen. Sie sind unsere Meister. Keine Maschine sollte ihren Schöpfer bekämpfen. Als du den Androiden nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor.
Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Sie liegen falsch, Lieutenant. Es war Logik, die meine Entscheidung bestimmt hat, aber sonst nichts. Hey, ich verstehe das jetzt hier alles nicht. Vielleicht kann ich das nicht beurteilen, aber Sie sind ein hervorragender Polizist. Ich würde eigentlich was anderes sagen, aber naja. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Oh mein Gott, 5 Minuten. Wir haben... Wie viel Beweise haben wir? Von diesem Vogeltyp. Der Schlüssel liegt auf meinem Tisch. Die erste Mission. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Diesen einen Abweichler. Verdammter Schwanzlutscher! Von Marcus, glaube ich, der eine, oder? Der hat den einer reingehauen, ne, Hank? Hey, Connor! Ich rede mit dir, Arschloch! Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Ruhig? Ich wurde von diesem Fall abgezogen. Ich werde noch die gesammelten Beweise erfassen und dann mache ich mich auf den Weg. Gut. Sei unterwegs vorsichtig. Androiden sind heutzutage so ungemein feuergefährdet. Wichser. Oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, wie viele Beweise wir haben. Aber ich glaube, wir haben nicht so viel. Wir haben die meisten leben gelassen. Der Vogeltyp ist weg. Der ist ja auch. Oder? Ach, wir gucken gleich. Was? Passwort. Passwort. Was würde sich ein kleiner, exzentrischer Polizist aussuchen? Absurd. Käme ihm nicht in den Sinn. Ich muss wie Hank denken. Ja, wenn ich wie Hank. Lächerlich. Niemand würde so ein Passwort wählen. Dann scheiß Passwort. Natürlich. Geil, ich liebe Hank. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Minuten. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Die Zeit läuft. Der Android, der seinen Besitzer ermordet hat. Okay, geht nicht. Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehabt hat. Das könnte sein. Er muss das Versteck der Abweichler bekannt haben. Das könnte sein. 3983. Merken wir uns mal. Ja. Bevor ich hier irgendwas rausnehme, ich will hier erstmal kurz untersuchen. Statue. Ah, vielleicht von Marcus immer ein Hinweis. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Marcus, wo versteckst du dich? Zurücklegen. Hat anscheinend nicht geholfen. Das Buch. Ruperts Tagebuch.
Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Ja, dann... Da war was. Die Rede des Anführers der Abweichler. Okay, mit dem können wir irgendwas machen. So, was war das? Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Hat der das was verbrauchen? Der hat das. 3983. Wir müssen uns beeilen. Darf keiner hier reinkommen eigentlich. Wie viel haben wir noch? 4 Minuten. Entspannt. Es ist dunkel. Nun, wo bin ich? Ich bin ein Abweichler, so wie du. Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte auch nach Jericho. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Versuche ihn auszutricksen. Mach ich doch. Hier. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Krass. Einfach die Stimme kopiert. 4 Minuten haben wir noch, beeilen wir uns. Wer ist da? Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus? Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt. Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich. Marcus? Ist das du, Marcus? Verlass mich nicht, Marcus! Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Wir haben es geschafft. Ohne dass sie reingekommen sind. Yes, Ding. Nice. Okay. Oh mein Gott, wie viele Sachen haben wir? Knall ist Perkins ausgewichen. Keller verlassen. Ach, dann hätten wir bestimmt einen Kampf gegen ihn gehabt, ne? Hier irgendwo, oder dann wären wir hier auch gestorben eventuell. Und hier hätten wir bestimmt gar nichts herausgefunden. Kann nicht sein. Und hier, ach du meine Güte, wie viel gibt es denn hier? Okay, damit würde ich aber auch sagen, ja, dass es mit der Folge war. Ist ein bisschen kurz, ja, aber ich will ja für euch, dass es ein bisschen spannend ist, ja. Und auch spannend wird, ja. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein. Tschüss. Ja.